Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Fischer Academy. Ich bin Friederike und heute seht ihr meine erste Autobahnfahrt. Hau den Blinker rein, egal ob ein Auto da ist oder nicht. Entweder fahren sie rüber, bremsen, werden gleich die Striche auf der Fahrbahn anders. Du versuchst jetzt die Mitte zu treffen zwischen dem, der hinter uns ist und dem, der vor uns ist. Wäre nicht schön, wenn wir ankommen ohne Dachschild. So, an der nächsten Ausfahrt wollen wir die Autobahn verlassen. Mein Fahrlehrer Ronny hat gesagt, wir üben das Auf- und Abfahren auf die Autobahn, Verhalten am Autobahnkreuz, Überholen. Seid gespannt und freut euch aufs Video. So, Ortsausgang. Und da oben ist das Autobahnbeginnzeichen. Wir machen Limit auf 120. Weil hier ist sowieso ringsherum 120 begrenzt. Jetzt den Blinker nach links. Guckst jetzt schon schön in den Spiegel, wie es aussieht, und gib Gas. Ja, ja, gib Gas. Noch nicht drauf fahren, noch nicht drauf fahren. Alles rein. Jetzt. Schalten. Blinker aus. Schön. So, wir haben unsere Reisegeschwindigkeit erreicht. Wir können jetzt auch Getränke servieren. Vorausschauend fahren. Der LKW ist definitiv langsamer als wir. Ja, hau den Blinker rein. Egal, ob ein Auto da ist oder nicht. Sonst wissen die nicht, was du vorhast. Und so können die auch nicht reagieren. So, im Mittelspiegel siehst du die Autos besser als im Außenspiegel. Mhm. Ja? Ich glaube, der lässt mich nicht. Dann bleiben wir hier. Aber trotzdem, er weiß das, was wir vorhaben. Er kann auch nicht wechseln. Jetzt wechseln wir. Jetzt kannst du raus. Na, er konnte ja nicht wechseln, weil die anderen Autos auch noch da waren. Aber er würde es auch nicht wissen, wenn du nicht springst. Deswegen, egal wie viele Autos hinter uns kommen, immer den Blinker an. Irgendwie reagieren sie. Entweder fahren sie rüber, bremsen oder sie reagieren durch Ignoranz. So, bei dem hier musst du aufpassen. Guck mal, der fährt schon sehr, sehr dicht auf. Der wird gleich blinken. Siehst du, mach Blinker an, fahr raus. Der blinkt zwar nicht, aber wenn die schon so dicht auffahren, ist das Risiko groß. Und wieder zurück. Ja, manchmal fahren sie tatsächlich auch raus, ohne zu blinken. Große Lücken müssen wir nutzen, um wieder reinzufahren. Die jetzt auch? Die jetzt nicht mehr. Okay. Ja? Reinfahren, nach dem Überholen tun wir immer erst, wenn du das überholte Fahrzeug im Mittelspiegel siehst. Das ist eine große Lücke. Können wir schneller fahren jetzt? Du könntest schneller fahren, wenn du das möchtest. Ja, du bist ja der Fahrlehrer. Ach so? Ja. Ach so. Du dürftest schneller fahren. Wie schnell? Nicht über 160. Ich habe da nur Angst um mein Dachschild. Das ist nämlich magnetisch. Wäre nicht schön, wenn wir ankommen ohne Dachschild. Dann kullert das nämlich hier irgendwo auf der Autobahn rum, das wäre nicht so gut. So, der Prüfer sagt dir 1 Kilometer vorher, dass wir abfahren wollen. Wenn er das gesagt hat, du bist gerade jetzt am Überholen, machst du den Überholvorgang fertig. Ja? Also es wird nicht gebremst. Ja. Wir wollen an der nächsten Ausfahrt die Autobahn verlassen. Das würde bedeuten, jetzt nach rechts. Und da bleiben wir auch. Ja? Wir starten dann keinen neuen Überholversuch. Weil sonst kann es sein, dass wir die Abfahrt nicht schaffen. Sind wir gerade am Überholen, wenn er das sagt, und es sind, jetzt ganz blöd gesagt, 20 LKWs in einer Reihe, und wir kommen nicht mehr rein, können wir nicht abfahren. Na, dann fahren wir weiter. Aber es wird nicht gebremst. Bei 300 Metern Blinker. Und nicht langsamer werden, fahr weiter. Bei 100 Metern gehst du vom Gas runter. Schulterblick und raus. So, und auf dem Verzögerungsstreifen bremsen wir runter auf 50 km/h, dritter Gang. Aber über die komplette Strecke. Ja, nicht, dass du gleich am Anfang hier 50 km/h.
Wenn es geregnet hat und es nass ist, dann ruhig auch langsamer. Und dann wollen wir nach rechts. So, und jetzt gucken wir mal, jetzt machst du es mal allein. Jetzt nicht mehr beschleunigen, gell? Außer du überholst ihn gleich. Weil ansonsten kommen wir in den Mindestabstand rein. Und dann schreiben wir den. Da musst du auch aufpassen beim Beschleunigen auf dem Beschleunigungsstreifen, dass du den da schon nicht zu nah kommst beim Rausfahren. Na, dann machst du ein bisschen langsamer, weil der Mindestabstand muss ja immer irgendwo passen. So, Reisegeschwindigkeit erreicht, die Anschnallzeichen sind erloschen. Drauf fährst und da ist kein Zeichen, ist immer Richtgeschwindigkeit, weil du kannst es ja vorher nicht wissen. Ja, es muss ein Zeichen da sein. So, wir wollen die Autobahn an der nächsten Ausfahrt verlassen. Das ist Gera Kreuz. Ja. Das heißt, wir gehen bei 100 nicht vom Gas. Nicht. Nein, wir fahren einfach raus. Nein, hast du auch nochmal deine 120. Weil das ist kein Verzögerungsstreifen. Da kommt jetzt erst. Wir wollen weiter Richtung Zeitz. Hier wäre jetzt. Das ist dein Verzögerungsstreifen Richtung Gera und Zeitz kommt gleich. Ja, da müssen wir raus. So, jetzt hier runterbremsen, 50, dritter Gang. Wieder auf die Autobahn Richtung Frankfurt. Wenn der Prüfer, wenn wir hier runterfahren würden, der Prüfer würde nichts sagen, müsstest du selbstständig rüberwechseln Richtung Leipzig zeigen. Okay. Das hat er nie gerade ausgesprochen. Autobahnauffahrt ist perfekt. Kann ich schon schalten? Natürlich. Weil das ist jetzt nicht dieser Beschleunigungsstreifen, der kommt jetzt erst wieder. Und somit kannst du schön neben der Autobahn herfahren und kannst dir schon eine Lücke suchen.
deinen Beschleunigungsreifen erzählen. Ist halt schön. Kannst du komplett die Autobahn beobachten. Sind deine Kumpels. Habe ich zu geringen Abstand? Was? Nein, ich habe Frosch im Hals. Ja. Habe ich zu geringen Abstand? Ja, kann ja sein, dass du damit was fragen wolltest. Nein. Mein Leitpfosten ist immer 50 Meter auseinander. Brauchen einen halben Tacho Abstand. Ja, also nur so viel. Ja, nein, halt da oben. Bei 120 sind 60 Meter. So, an der nächsten Ausfahrt wollen wir die Autobahn verlassen. So, hier würde der Prüfer jetzt sagen, wir wollen weiter Richtung Lehrerzentrum. Lehrerzentrum. Links. Mhm. Und wenn zwei Fahrstreifen in eine Richtung gehen. Nehmen wir den rechten. Jetzt sind wir auf dem linken. Oh je. Und das passiert tatsächlich immer in der Prüfung. Fällt man dann durch? Was? Nö, du darfst ja, wir sind ja innerorts. Mhm. Du hast tatsächlich richtig gemacht. Schön. Fahrstreifenwechsel nach rechts. Und die nächste nach rechts. Ich denke, wir sind in Ordnung, ja? Weil die meisten biegen dann nämlich aus dem linken Fahrstreifen ab und kommen am Ende am rechten raus. Das heißt, du hast einen Spurwechsel gemacht ohne Verkehrsbeobachtung in der Kurve. Deswegen den rechten übernehmen. So, wenn wir um die Kurve rumkommen, wollen wir weiter auf die Autobahn geradeaus. Schön langsam, damit du siehst, wo du hin musst.
hätte ein Ding früher rausfahren können, weil der netterweise da vorne, der Suzuki, der ist dann rübergefahren. War völlig okay. Wir wollen dann weiter Richtung Leipzig Halle. Jetzt kommt, wie gesagt, das Kreuz. Wir kommen jetzt zur A9. Oder wenn wir weiter Richtung Frankfurt wollen, dann fahren wir weiter Richtung, bleiben wir weiter auf der A4. Ja, da hast du den Vorwegweiser. Zwei Spuren gehen auf der A4 weiter, eine Spur geht zur A9. So, und jetzt werden gleich die Striche auf der Fahrbahn anders. Die Leitlinie, guck mal, die werden jetzt dicker. Ja, ab hier dürftest du zu rechts vorbeifahren. Das ist jetzt eine andere Autobahn. Blinken muss ich jetzt nicht. Wir biegen ab. Also doch. Und weiter Richtung Berlin, Halle, Leipzig. Zwei Spuren an ein, eine Richtung München, Nürnberg. Zwischen den dahinter uns ist und den da vor uns ist.
Mhm. So, jetzt kommt hier ein Parkplatz. Mhm. Den wollen wir mal anfahren. So, an der nächsten Ausfahrt wollen wir die Autobahn verlassen. Autobahnfahrt. Wie ihr gesehen habt, haben wir das Auf- und Abfahren geübt und ich denke mal, es hat eigentlich ganz gut geklappt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.